Dresden, das war für uns, das war einmalig. Wir Kinder waren jeden Tag in der Altstadt und sind da rumspaziert und haben das mit den Augen aufgesaugt. Wir wussten ja noch gar nichts von dieser Kunst, die eigentlich in diesen Gebäuden steckte. Ja, es war einfach wunderschön. Auch als 13-Jährige habe ich die Schönheit der Stadt absolut begriffen. Dresden war nicht nur schön, es hatte auch diese inneren Werte. In der Stadt lebt Kultur. Dresden, das ist nicht nur einfach so eine Stadt mit einem Namen, sondern da geht es mir runter. Da läuft es mir kalten Rücken runter, wenn ich darüber rede. Ich bin unheimlich verwachsen mit Dresden. Sie nennen es auch liebevoll das Elbflorenz. Dresden hat den Ruf, eine der schönsten Städte Europas zu sein. Einmalig die architektonische Vielfalt. Dies sind Bilder aus den späten 30er Jahren. Seit über 200 Jahren prägt die protestantische Frauenkirche die Silhouette der Altstadt. Doch hinter der glanzvollen Fassade verbergen sich auch Fanatismus und Verfolgung. Dresden gilt als regimetreu. Lange Zeit blieb die Stadt verschont. Doch im Januar 1945 wird auch sie mit den Schrecken des Krieges konfrontiert.